Moin und herzlich willkommen zu einer ersten Aufnahme mit einer Webcam. Ihr schaut Core Gaming TV. Ich bin Andy und ich spiele mal eine Runde Team Deathmatch. Da das heute für mich das erste Mal ist, mit einer Webcam aufzunehmen, freue ich mich natürlich sehr, dass ihr mich auch mal sehen könnt, damit ihr auch wisst, okay, alles klar, mit dem Typen haben wir es eigentlich zu tun. Der andere ist natürlich der Jan. Da schauen wir mal, ob wir den auch nochmal in irgendeiner Art und Weise demnächst mal vor die Kamera bekommen. Ich habe da so eine schöne Cam. Die hat so einen Autofokus. Die geht so richtig geil mit. Yeah. Voll fett, Mann. Okay, wir spielen eine Runde Team Deathmatch Battlefield 4. Schon lange nicht mehr gespielt. Freue ich mich aber drauf. Habe ich mal gerne gespielt. So. Hauauaha, den hätte ich ja jetzt fast daneben kommen lassen. Sehr nice, sehr nice. Also irgendwie, ich wollte es gerade sagen, die Texturen sind irgendwie noch nicht aufgebaut. Oh, da wurde ich aber gnadenlos von der Seite weggenatzt. Nice Kill. Entschuldigen Sie. So, ich spiele mit der Arche. Arche 23. Meine absolute Favorite-Waffe bei Battlefield 4. Ja, der hat mich mal gnadenlos weggenatzt, würde ich sagen. Im Sprung und dann auch noch voll von vorne frontal. Nice Kill. Den nehmen wir mit. Den Sniper. Ja, ja. Ich weiß, ich laufe ja schon wieder ins Gebiet. Da war einer. Da, ne. Doch, jetzt schwören kann das sein, aber. Ah, egal. Wir laufen einfach mal wieder den Weg hier runter. Wir sind wieder voll Health. Boah, alles klar. Ich hatte vergessen, dass ich auf B nicht ducken hatte, sondern mit dem Messer attackieren. Na, wo ist er denn? Also irgendwie habe ich gerade noch nicht das wirkliche Zielwasser getrunken, wenn ich ehrlich bin. Alter Verwalter. Ja, wie gesagt, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt, aber ich mag das Spiel echt gerne. Der war schon wesentlich besser. Ne, falsche Taste. So. Wollen wir uns ja mal kurz heilen ein bisschen. So viel hatten wir nicht mehr. Hinter mir passiert nicht viel. Vor mir aber. So, 92 sollte eigentlich reichen. Da ist er schon wieder. Das ist mein Kind, meine lieben Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch. Just gehen wir einfach mal. Oh, da hinten an der Ecke. Ich wollte gerade sagen, wieso kriege ich den nicht? Oh, aua, da hat er mich aber weggenatzt. Wattensauhund. Ihr werdet in nächster Zeit von mir ein paar mehr Videos bekommen mit Webcam. Fuck off! Gut, so schnell habe ich jetzt nicht reagiert. Ich habe immer so ein Problem mit Battlefield oder insgesamt bei Ego-Shootern. Ich gehe immer extrem schnell ins Visier. Na, ich wollte es gerade sagen, da muss ich mal eben ganz schnell weg. Aber das hat leider nicht funktioniert. Kann meiner noch von hinten. Schade, schade, schade. Fast hätte ich ihn bekommen. Fast hätte ich ihn bekommen. So, weiter geht's. Ich laufe mal den Außenweg. Mal gucken, was da so los ist. Hier drinnen war ja gerade nicht so viel los.
Also war es ein bisschen semi-optimal. Außen läuft einer rum. Da ist ein Sniper. Fertig drauf. Da ist er doch. Nein. Wow, nice Shot von da oben. Alter Verwalter, hat der mich mit der Sniper weggerotzt. Satanziege. Ja gut, aber Sniper haben wir auch. Snipen können wir auch. So, eben schnell einen kurzen Punkt finden, wo ich einen Punkt kriege. Das muss gar nicht immer so dermaßen hoch sein bei Battlefield. Man kann auch einfach mal sich hier hinstellen und gucken und... Okay, alles klar. Den wollte er nicht haben. Oh, da kam er von der Seite. Puh, hab ich mir ein bisschen erschrocken, muss ich ehrlich sagen. Oh, weia. Aber das probieren wir definitiv nochmal. Ja, da stürzt gerade wieder ein Gebäude ein, wie man das ja gerade so schön hören konnte. So. Was? Ich wollte es auch gerade sagen, ich habe doch einen Headshot gegeben, oder bin ich doof? Aber es ist auch nett, wie er da so schön stehen geblieben ist, oder? Den fand ich jetzt echt nice. Es gibt hier so... 2-3 Spots im Battlefield, wo man echt extrem gut snipen kann. Und diese kleinen Vorsprünge hier. Sind immer welche davon. Da hinten hat er mich auch schon gesehen. Da läuft er jetzt außen rum. Dann gehen wir ihm nochmal ein kleines Stückchen entgegen mit der Pistole. Gucken wir mal, wo er kommt. Oder ist er da oben immer noch am Campen? Ne, ist er nicht. Er ist runtergelaufen. Na gut, dann nehmen wir den Weg halt in dem Schwamm auch. Und gucken mal, was da oben so los ist. Wurde gerade ein Kamerad von mir gekillt. Warum? Ja, interessiert sich keiner so wirklich für. So, diese Erhöhung reicht ja eigentlich schon. Da oben ist er. Schade. Da war mein Teamkollege leider etwas zu schnell. Oh, nice. Hat er mich gut weggenutzt, würde ich sagen. Sehr, sehr schöner Kill. Spawnzeit dauert leider gerade etwas länger. So, spielen wir wieder mit der Arche. Ich hab gedacht, alles klar, den da vorne. Na? Süßer Ding, Christel. Leider nicht funktioniert. So, weiter geht's. Runde fing eigentlich ganz gut an. Ich lasse gerade etwas stark nach. Die Schlussmelodie kommt so allmählich. Das glaubst du aber selber nicht, oder? Schmeiß mal eine Nade. Mal gucken, was passiert. Komm schon, da war ich doch voll mit dem Kopf drauf. Also jetzt ernsthaft. Boah, nett. Ein Spielclip wurde aufgezeichnet. Ich werde verrückt. Ist ja der Hammer. So, das war's auch schon mit dieser kleinen Runde. Battlefield 4. Nichts Besonderes. Spiel ist schon älter. Ich wollte aber auch nochmal kurz darauf aufmerksam machen. Es kommt ja bald das Neue raus. Es ist ja nicht mehr lange hin. Darauf freue ich mich auch schon so dermaßen, weil es wird richtig nice.
Ja, immerhin positiv. 10-9. Kann man noch mit leben. Ein bisschen gerade eben am Ende noch versagt, aber ist egal. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut rein bei Core Gaming TV. Und damit sage ich, rein.